Ich freue mich heute ganz besonders, unseren neuen Stern am Funkerhimmel begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Robbie. Ja, hallo. Hallo, liebe Ich Funkis. Hallo, liebe Engel. Schön, dass du bei uns zu Gast bist. Ja, meine erste Frage wäre, wer bist du? Wie bist du ans Funken geraten? Und warum kennst du dich ganz besonders gut mit Funklizenzen aus? Ja, also mein Name ist Robbie. Ich bin seit 37 Jahren Funkamateur. Also vor 37 Jahren habe ich meine Amateurfunklizenz gemacht und hatte damals einen Mentor mit einer gigantischen Anlage und einer riesigen Antennenanlage auf dem Dach. Und bei dem durfte ich dann damals noch ohne Lizenz mit seinem Rufzeichen in die weite Welt funken. Ich hatte damals schon in den Anfängen dann Verbindungen nach Südamerika, nach Japan, nach Nordamerika, Kanada, Neuseeland und. Und das hat mich damals so fasziniert und dann habe ich ganz einfach weitergemacht, habe dann meine Lizenz gemacht und ja, seitdem bin ich online, mache ich Amateurfunk. Ja, es macht unheimlich viel Spaß und ich freue mich, dass ich da das, was ich weiß, ganz einfach weitergeben kann. Ja, wir freuen uns sehr, dass du uns durch den Dschungel helfen willst mit den ganzen Lizenzen. Eigentlich weiß ja niemand so recht, darf ich das damit, darf ich das damit, darf ich ohne Lizenz funken, was darf ich da überhaupt tun? Und wir freuen uns, dass du helfen möchtest, da ein bisschen aufzuräumen und uns dein Wissen gerne weitergibst. Also meine erste Frage wäre, wofür benötige ich keine Lizenz? Keine Lizenz benötigst du, wenn du die freien Funkdienste verwendest. Freie Funkdienste hier in Deutschland ist sehr bekannt. Jetzt sind gerade in letzter Zeit auch wieder viel bekannter geworden. CB-Funk, dafür brauchst du keine Lizenz. Es gibt PMR, brauchst du keine Lizenz dafür. Das ist auf dem 70-Zentimeter-Band PMR. Und es gibt Freenet auf dem 2-Meter-Band. Für diese Sachen brauchst du keine Lizenz. Du kannst dir in den Laden gehen, kannst dir ein Funkgerät kaufen, einschalten und loslegen. Ohne Wenn und Aber, ohne von irgendwas Ahnung zu haben. Man hört es dann schon, dass einige einfach wild drauf losplappern oder keine Ahnung haben, was sie da machen. Aber dafür brauchst du keine Lizenz. Es gab noch mal LPD, das gab es eine Zeit lang, aber das ist ja, das ist nicht wirklich das Wahre und das ist auch wieder eingeschlafen. Problem bei diesen freien Funkdiensten ist, dass die sind ja auch festgelegt von der, übrigens alles, sowohl der Amateurfunk, über den wir uns unterhalten wollen, als auch der freie Funk. Das wird alles von der Bundesnetzagentur festgelegt und dort gibt es auch Informationen, also wenn man da drauf geht, gibt es Informationen en masse, woran ich mich halten muss, was man darf, was man nicht darf. Aber wenn man es gesagt bekommt, dann ist es ganz einfach. Dieser freie Funk ist in der Ausgangsleistung, sprich das, was aus dem Funkgerät rauskommt, sehr eingeschränkt auf ein halbes Watt, auf ein Watt. Ja, Ergebnis ist, wenn ich jetzt in der Stadt wohne und mit einem halben Watt funke, dann kann ich noch den Nachbarn oder vielleicht das übernächste Haus, den kann ich noch fragen, wenn er das gleiche Funkgerät und die gleiche Frequenz hat, was es bei ihm zum Mittagessen gibt. Und das war's dann schon. Irgendwelche Verbindungen jetzt quer durch die Stadt wird man damit nicht erreichen. Und das ist das Problem. Also für den Notfall kaufen sich die Leute solche Geräte. Ich finde es eigentlich gut, wenn sie sich auch damit beschäftigen. Aber nur das Ding zu kaufen und sagen, wenn jetzt der Notfall kommt, dann verwende ich es. Was problematisch ist, es gibt viele Geräte, die China-Import sind.
Und diese Geräte können PMR, also freien Funk, können Freenet, wenn man sie entsprechend modifiziert, oder die sind schon so offen, dass sie es machen können. Aber das ist nicht erlaubt. Das ist einfach so. Ich dürfte mit diesen Geräten, ich habe eine Amateurfunklizenz, die große Lizenz, ich darf alles funken auf der ganzen Welt, was funken möglich ist. Aber selbst ich dürfte mit diesen Geräten nicht PMR machen, weil diese Geräte dafür nicht zugelassen und sind, ja, ist einfach so. Ja gut, wir wollen uns natürlich auch rechtlich auf den sicheren Rahmen bewegen. Ich habe von einem Ponyhof gehört, der seinen Schülern ja bei Ausritten so eine PMR-Funkquetsche in die Hand drückt und damit Sicherheit gibt, falls sich jemand irgendwo im Wald verirrt hat. Und für das ist so ein kleines PMR-Gerät auch total nützlich. Wir wollen uns hier ja auch überwiegend heute über den Amateurfunk unterhalten. Mir war es nur wichtig, dass die Menschen wissen, was darf ich eigentlich überhaupt? Wobei CB-Funk da ja auch eine große Rolle spielt, was viele Funker ja auch bei sich im Auto haben. Möchtest du uns noch etwas über den CB-Funk erzählen? Welche Reichweite hat man damit? CB-Funk ist ja eigentlich Kurzwelle, 11 Meter Band, 27 Megahertz ist die Mittenfrequenz in etwa. Ja, wenn ich die im Auto habe, und dann kommt es darauf an, wo ich bin. Wenn ich in der Stadt fahre, CB-Funker dürfen mit 4 Watt arbeiten. Also FM, frequenzmoduliert, dürfen sie mit 4 Watt arbeiten. Wenn ich da in der Stadt unterwegs bin, dann kann ich da schon 2, 3, 4 Kilometer weit kommen. Wenn ich jetzt freies Gelände habe, kein Berg dazwischen, keine Häuser dazwischen, dann komme ich auch 20, 25, 30 Kilometer weit. Das ist ohne weiteres möglich. Ich habe ja selber eine kleine CB, also ich bin zwar Funkamateur. Amateurfunker sollte man nicht sagen, das klingt abwertend. Es heißt Funkamateur. Also jemand, der Amateurfunk macht, ist ein Funkamateur. Und ich habe aber trotzdem eine kleine CB-Gruppe mit einem regelmäßigen Treffen auf dem Band, auf einem CB-Kanal. Da habe ich einen dabei, der ja 70 Kilometer weg wohnt. Es ist jetzt keine wunderbare Unterhaltung, weil ich Rauschen, Knacken und Prasseln und alles Mögliche drin habe. Aber ich kann ihn noch verstehen. Wenn die Lage ist, wenn meine Antenne hoch genug ist, wenn er an einem exponierten Punkt ist, also irgendwo auf dem Berg, dann funktioniert das. Und das ist das Wesentliche. Kommt nicht nur auf das Gerät an, es kommt darauf an, wo verwende ich das Gerät beim CB-Funk. Das ist eigentlich überall so. Beim Amateurfunk ist es nicht so schlimm, weil ich ja da meistens zu Hause meine Antenne habe. Und ich brauche eine vernünftige Antenne auf dem Autodach, kann ich unterwegs sein und dann möglichst immer schauen, möglichst auf den Hügel, möglichst oben auf das oberste Deck von einem Parkhaus und in der Stadt. Dann kann ich schon 10, 15, 20 Kilometer schaffen. Ja, das ist doch schon allerhand. Ja, um jetzt auf den Funkamateur zu sprechen zu kommen, was ich ja vorhin fälschlicherweise als Amateurfunk bezeichnet habe, wollte ich dich fragen, was sind denn für Lizenzen dafür notwendig? Vielleicht ein paar Sachen vorweg zum Amateurfunk. Ich habe da eine Amateurfunk, eine Handfunke in der Hand und ich will euch jetzt bloß ganz kurz was einspielen. CQ, Delta Lima 4, X-Ray Charlie Alpha, ruft und hört. CQ, Delta Lima 4, X-Ray Charlie Alpha, is calling and listening. Go ahead. Also so wird sich das anhören, wenn jetzt alle unsere Zuschauer, alle, die sich's anschauen, so begeistert sind vom Amateurfunk und sofort eine Lizenz machen, dann können sie so
in die weite Welt hinausrufen. Das war also jetzt einfach ein CQ-Ruf, dieses CQ, 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 Seek You, das ist so ein Wortspiel. Und damit rufe ich einfach an, weit hinaus. Und damit sind wir auch beim Amateurfunk. Der Amateurfunk ist öffentlich. Es ist vom Gesetz her verboten, irgendwas beim Amateurfunk zu verschlüsseln. Das will auch keiner. Es wird dort offen gesprochen. Amateurfunk ist unabhängig, also ist nicht politisch. Politische Themen sind absolut verpönt, sind nicht erwünscht, werden auch nicht besprochen, auch nicht Religion und irgendwelche Sachen. Es geht nur darum, diese Kommunikation, Amateurfunk ist weltweit, diese Kommunikation durchzuführen. Im Amateurfunkgesetz, ich lese das einfach mal vor, steht drin, der Amateurfunkdienst ist ein Funkdienst, der von Funkamateuren untereinander, ist auch wichtig, also nur die Funkamateure sprechen untereinander. Also wenn einer keine Lizenz hat und da reinruft, darf der sich nicht wundern, wenn man nicht mit ihm spricht, wenn das ganz offensichtlich ist, dass er keine Lizenz hat, weil er ja nicht dazugehört. Zum experimentellen und technisch-wissenschaftlichen Studien, also einfach Experimentierfunk, es ist Experimentierfunk, zur eigenen Weiterbildung, zur Völkerverständigung und das ist ganz wichtig, zur Unterstützung von Hilfsaktionen in Not- und Katastrophenfällen. Und dabei werden auch Weltraum-Funkstellen, sprich Funksatelliten, die Funkamateure arbeiten dürfen. Ja, herzlichen Dank für die Demonstration und für das Zeigen, wie es richtig geht und was man tun darf und was nicht. Herzlichen Dank, lieber Robby. Ja, gerne. Amateurfunk ist da, um zu kommunizieren. Und da ist jetzt, welcher Zweck die Kommunikation ist, steckt dahinter. Ursprünglich, es hat begonnen mit nur Sprechfunk. Jeder kennt die Titanic. Dididit, da, dididit, save our souls, SOS. Das ist CW-Funk, der auch über Amateurfunk gemacht wird. Ich kann die Morsezeichen natürlich auch sonst senden über jede Funkart ist auch absolut okay. Aber es gibt schon sehr lange diesen Funk, Amateurfunk in Deutschland. Gleich in der Nachkriegszeit hat das begonnen. Und das Tolle ist, und es waren auch damals, ich kenne also einige alte OM, die Amateurfunker bezeichnen sich gegenseitig als OM für Old Man. Und Amateurfunkerinnen heißen YL, also Young Lady. 77, 55. Spaß. Genau. Und zusammen 128. Zusammen 128, genau. Von daher ist und Amateurfunk ist autark und das ist ganz wichtig. Es wird immer wieder gesprochen von, naja, Stromknappheit und es könnte sein und so weiter. Ich habe hier einige Akkus stehen und an die kann ich die Funkgeräte anschließen und die Funkgeräte, wenn ich jetzt nicht ununterbrochen lange Durchgänge quatsche, für ein, zwei Tage am Leben erhalten, sprich damit arbeiten, ohne dass ich auch nur ein Fünkchen Strom von außen brauche. Meine Akkus lade ich teilweise, wenn Strom da ist, natürlich am Stromnetz, lade ich über eine so Photovoltaikanlage oder ein paar Photovoltaik-Panels, die Sonne ausnutzen. Und damit bin ich autark. Das heißt, ich kann arbeiten, auch wenn dann schon irgendwann der Strom und das Licht ausgegangen ist. Ja, prima. Prima. Ich finde es immer gut, wenn man Solarpanels benutzt, um die Funke aufzuladen oder auch andere Geräte. Erstens spart Strom. Gut, die Anschaffung ist immer ein bisschen teuer erstmal. Aber auf Dauer gesehen tut man sich da, glaube ich, nur was Gutes mit. Ja. Robby, warum sollte ich denn jetzt eigentlich eine Lizenz machen? Ja,
Das ist, diese Frage wird immer wieder gestellt, warum soll ich eine Lizenz machen? Ich habe doch ein Handy. Das ist doch viel einfacher. Wenn ich nach Südamerika telefonieren will, dann wähle ich das und rufe an. Warum soll ich da jetzt eine Lizenz machen? Soll man teure Geräte kaufen? Ja, weil ich das einfach autark machen kann. Ohne Handynetz kannst du nicht in Südamerika anrufen. Ich kann in Südamerika anrufen, wenn ich über das 40-Meter-Band oder 20-Meter-Band, 80-Meter-Band, je nachdem, wie weit ich kommen will, wie die Bedingungen sind. Wenn ich darüber anrufe, dann komme ich dahin. Ob es jetzt ein Handynetz gibt, ob es ein Internet gibt, interessiert mich nicht. Ich komme mit meinem Amateurfunk um die ganze Welt. Das kann ich schaffen. Ich muss natürlich am anderen Ende einen haben, aber man glaubt gar nicht, wie viele Menschen da draußen auf der ganzen Welt sind, die ihr Funkgerät, die jetzt eingeschaltet haben, die, wenn ich entsprechend auf dem entsprechenden Band entsprechend rufe, die mir jetzt auch antworten. Wie weit bist du schon gekommen, Robby? Was hast du da für Erlebnisse? Also damals, momentan, ich muss sagen, momentan habe ich kein Kurzwellenequipment. Das tut mir leid, aber ich bin dabei, weil die Antennensituation halt ein bisschen schwierig ist. Aber früher, wie gesagt, mit meinem Mentor damals, ich war in Japan, ich war in Neuseeland, ich war in Brasilien, ich war in Kanada. Also nur um ein paar Eckpunkte zu nennen. Da bekommt man, wie gesagt, wenn ich diesen CQ-Ruf von vorhin beantwortet kriege und ich kriege ein Rufzeichen, der andere Funkamateur wird mir natürlich sein Rufzeichen und da vorne steht Juliet Echo, also JE, dann weiß ich, okay, ich bin jetzt in Japan, ich werde in Japan direkt gehört, eins Ja. zu eins. Ja, Oder klasse. bekomme ein Zulu Yankee, also ZY. Dann weiß ich, ich bin in Brasilien. Also das sind so Landeskenner, das sind Sachen, die muss man für die Lizenz lernen. Okay, ob sinnvoll ist, man kann die natürlich nachschauen. Ich habe die auch nicht mehr alle im Kopf. Die Lizenz hätte ich übrigens wieder bestanden. Es gibt ja diese Trainer, da kommen wir ja später, glaube ich, drauf, diese Trainer dafür. Ich habe ein paar Mal die Lizenzprüfung gemacht. Und ich habe sie jedes Mal bestanden. Also ich weiß noch genug. Ja, das hast du noch gar nicht erwähnt, dass du die Menschen darin ausbildest. Ich hatte eine Schulstation. Und da waren eben junge Leute, die dann mit Begeisterung dabei waren. Wir hatten dann ein Rufzeichen für diese Schulstation. Damit waren wir auch um die ganze Welt. Also das Weiteste war da auch Südamerika irgendwo. Man kann sich natürlich vorstellen, dass die hellauf begeistert waren. Wir hatten dann da in unserem Zimmer, wo diese Funkstation stand, eine Weltkarte und haben dann von unserem Standort halt diese berühmten roten Fäden gespannt mit dem Fähnchen am Ende, mit der Stecknadel drin. Und am Ende hatten wir ein richtiges Netz, also wirklich einen riesigen Stern, der fast um die ganze Welt auch ging. Ich meine, das war nicht alltäglich, aber es war so. Es gab es ja. Und den Leuten habe ich das beigebracht. Was heißt beigebracht? Ich habe es ihnen gezeigt. Ich habe gesagt, das und das dürft ihr. So und so macht man es. Erfahrungsgemäß sind Schüler ja nicht immer unbedingt begeistert, wenn sie in der Schule sind. Das war natürlich immer Nachmittag als Arbeitsgemeinschaft gedacht, aber die waren da. Wir haben dann auch sind auf das Flachdach der Schule gestiegen, haben Antennen gebaut und, und. Also die waren mit einer solchen Begeisterung dabei. Und ich weiß auch, dass zwei von denen irgendwann später, bestimmt ein paar Jahre später, auch eine Amateurfunklizenz gemacht haben. Also die konnte ich damit mit Sicherheit da auf einen Weg bringen, das denen dann auch Spaß gemacht hat, ne? Ja, das ist wunderbar, wenn junge Menschen daran Begeisterung finden. Es gibt ja jetzt auch eine 13-Jährige, die das gerade gelernt hat, das Morsen, und auch die A-Lizenz gemacht hat.
Und ich habe von einer Gruppe gehört, wo Jugendliche tatsächlich wieder anfangen zu funken. Ja, und die Begeisterung dafür wurde ja irgendwoher bei denen geweckt. Und dafür hast du sicherlich auch bei deinen Schülern da einen Grundstein gelegt. Das finde ich klasse. Ja, mit Sicherheit. Also das hat auch mir viel Spaß gemacht und zu sehen, dass das nicht immer, man sagt ja leider immer Amateurfunk, das ist eine alte Männergeschichte. Ja, ist es, wenn man in die, es gibt ja einen großen Amateurfunkverband, den DARC, und da sitzen alte Männer drin. Und wenn man in die Ortsverbände guckt, ich bin zwar momentan nicht Mitglied im DHC, aber ich darf immer in unserem lokalen Ortsverband da als Gast dabei sein. Die haben mich eingeladen und gesagt, es ist uns wurscht, ob du Mitglied bist. Da geht es ums Funken und das macht Spaß. Und da sitzen halt auch viele alte Männer. Klar, es ist einfacher, mit dem Handy irgendwo anzurufen, nur mit dem Handy rumzudaddeln, als eine Amateurfunklizenz zu machen. Und darum finde ich es auch ganz toll, wenn es also dann junge Menschen bereit sind, sich da ein bisschen anzustrengen, weil ganz umsonst gibt es nicht, und dann wirklich eine Lizenz machen. Ja, wo wir wieder bei den Lizenzen wären. Welche Arten von Lizenzen gibt es denn? Also zurzeit gibt es in Deutschland zwei Lizenzklassen. Das ist die A-Lizenz, also die große Lizenz. Und es gibt die E-Lizenz, die Einsteiger-Lizenz. Die unterscheiden sich natürlich. Das Amateurfunkgesetz, das das ganze Jahr regelt in Deutschland, Amateurfunkgesetz und Amateurfunkverordnung ist es, die das Ganze regelt. Die wurde novelliert und das Ganze wird gerade bei diesem großen Verband der Amateurfunker und der Funkamateure, mache es auch immer wieder falsch, Macht dem nichts. Verband der Funkamateure, es gibt einen runden Tisch Amateurfunk, das heißt, das ist eine demokratische Vereinigung von allen möglichen Funkverbänden in Deutschland. Und die werden dann zur Beratung herangezogen. Und in diesem Rahmen soll es wahrscheinlich schon zu Beginn des kommenden Jahres, Kalenderjahres, eine N-Lizenz geben, eine sogenannte Novice-Lizenz, so wie es auch in den USA so ist, die aber sehr eingeschränkt ist, aber die immerhin ja, die ersten Schritte auf dem Amateurfunksektor zulassen. Was das Schöne ist, diese Lizenzen kann man also von der N kann ich upgraden mit einer Prüfung auf die E-Lizenz und die E-Lizenz kann ich mit einer Prüfung auf die A-Lizenz upgraden. Früher war es so, dass man für die großen Lizenzen morsen können musste, verschiedenen Geschwindigkeiten für die A- und B-Lizenz damals, das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Man muss es nicht, man kann aber, wenn man mag, natürlich auch eine Prüfung in Morsen ablegen. Also das sind, aber momentan gibt die beiden Lizenzen A und E. Es soll eine dritte, die N, dazukommen. Aber bis das soweit ist, es gibt A und E. Ja, Und da stellt sich mir dann doch die Frage, worin der Unterschied besteht zwischen A und E. mit der A-Lizenz, mit der großen Lizenz, darf ich alle Funkbetriebsarten von Sprechfunk über Morsen, über Packet Radio, über Digitalfunk, alles, was mit Amateurfunk zu tun hat, darf ich arbeiten im Rahmen der im Amateurfunkgesetz festgelegten Bänder und Frequenzen natürlich arbeiten. Mit einer Ausgangsleistung von maximal 750 Watt. Und 750 Watt, da fangen die Antennenspitzen schon an, ab und zu mal zu pratzeln. Also da springen schon mal ein Fünkchen weg. Darum heißt es ja Funken.
Die E-Lizenz, das ist also die kleine, die Einsteigerlizenz, darf einige Kurzwellenbänder, also einige Frequenzbänder, dürfen mit der E-Lizenz nicht gearbeitet werden, zum Beispiel das 40-Meter-Band und das 20-Meter-Band. 40 Meter, 20 Meter und 12 Meter Band darf man nicht arbeiten. Die Leistung ist auf 75 Watt Sendeleistung begrenzt, also schon eine Einschränkung, aber trotzdem auch damit kann man weltweit wirklich funken. Man muss halt dann auf 80 Meter ausweiten, das ist erlaubt, oder 160 Meter mit den entsprechenden Geräten, und dann geht es auch. Diese neue N-Lizenz, die ist begrenzt auf 2 Meter Band und 70 Zentimeter. Das ist natürlich wenig. Es wäre wünschenswert, dass wenigstens das eine oder andere Kurzwellenband dabei wäre, damit man da wenigstens mal reinschnuppern kann. Und die Sendeleistung ist auf 10 Watt begrenzt. Also es ist wirklich ein Einsteiger. Damit kann ich mit dieser Lizenz zumindestens Amateurfunkrelais arbeiten. Damit erweitere ich meine Reichweite um ein wesentliches. Relais, muss man dazu sagen, das sind also automatische Funkstationen. Man sendet dorthin. Das Relais nimmt das auf und sendet es wieder weiter, sodass also von der anderen Seite, der von der anderen Seite mir gegenüber vom Relais praktisch liegt, kann ich den erreichen, und das sind Reichweiten dann 100, 120, 150 Kilometer ohne weiteres möglich. Ja, Spitze. Das ist schon ziemlich weit, wie weit Und man damit kommt. das ist schon ziemlich weit, und das kann ich mit dieser kleinen N-Lizenz natürlich machen. Mit 10 Watt reicht, um auf das Relais zu kommen und dann eben weiterzukommen. Lieber Robby, ich würde das Thema mit den ganzen Lizenzen gerne in unserem nächsten Interview weiter vertiefen. Und würde dich dazu gerne einladen zu einem weiteren Interview. Hast du Lust dazu? Ja, habe ich. Ja gut, dann freue ich mich aufs nächste Mal und bedanke mich ganz herzlich für die vielen Informationen, die du uns jetzt schon hast zukommen lassen. Herzlichen lieben Dank dafür. Ja, gerne, habe ich gerne gemacht, und ich freue mich aufs nächste Mal.